Jetzt werden hochrangige VW-Manager für ihre Fehler im Dieselskandal zur Kasse gebeten und müssen 288 Millionen Euro Schadenersatz an den Volkswagen-Konzern zahlen. Allerdings, das meiste, 270 Millionen Euro, zahlt eine spezielle Haftpflichtversicherung. So muss Ex-Konzernchef Martin Winterkorn 11,2 Millionen aus eigener Tasche zahlen und Ex-Audi-Chef Rupert Stadler 4,1 Millionen Euro. Ist das jetzt alles nur ein Symbol? Sollten Konzernchefs deutlich mehr Verantwortung übernehmen? Klar, vom rechtlichen Einschätzungsvermögen müsste jeder Bundesbürger natürlich sagen, nee, so geht es aber nicht. Wenn man da nachgewiesen hat, dass da Dinge gelaufen sind, die nicht in Ordnung sind, die illegal sind, dann muss man höher bestraft werden. Aber die Sache ist ja zweischneidig. Wenn diese Haftpflichtversicherung nicht aufkommen würde, auch in Zukunft nicht aufkommen würde, dann würden Manager wahrscheinlich keine großen Entscheidungen mehr treffen wollen. Dann würden sie sich eigentlich verhalten wie Politiker nach dem Motto, ich versuche, dass da nichts anbrennt, einigermaßen durchzubekommen, damit ich ja nicht belangt werden kann. Jemand, der Entscheidungen trifft, der muss natürlich auch immer damit rechnen, dass es Fehlentscheidungen sind. Und dafür muss eine Haftpflichtversicherung dann auch aufkommen, zumal ja auch diese Konzerne im weltweiten Wettbewerb stehen. In Amerika kennt man das ja auch mit diesen großen Haftpflichtversicherungen. Da geht man auch ungern an die großen Manager ran, wenn sie eben nicht wirklich dann vorsätzlich Fehlverhalten an den Tag gelegt haben. Unsere Themen heute: der DAX auf Orientierungssuche und ein enormer Kurssprung bei Windeln.de. Außerdem schauen wir wieder auf Top-Empfehlungen, diesmal auf Fresenius Medical Care und auf Microsoft. Das alles jetzt bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Markets X, ein Partner der Finance School of Trading. Kennt ihr die Aktie von Windeln.de? Sie stieg innerhalb von einer Woche von 86 Cent auf 7,04 Euro. Das ist ein Plus von zeitweise 700% gewesen. Dahinter steckten mal wieder Reddit-Trader. Ist das legal und ist die Aktie überhaupt interessant? Ja, was wir hier erleben, ist natürlich dann, dass die Stielblüten einer lockeren Geldpolitik für jeden Anlagezweck ist Geld da. Sicherlich kann man jetzt sagen, wenn man sich verabredet auf sozialen Plattformen, wenn hier Marktmanipulation im Spiel ist, also wenn gemäß Pump and Dump, dass da vielleicht Herrschaften, die sind da, die haben günstig eingekauft, haben damit Fehlinformationen den Aktienkurs nach oben getrieben und diese Herrschaften haben nach oben verkauft, dann ist eine Marktmanipulation. Das wäre dann illegal. Die Frage ist aber immer, kann man das nachweisen? Kann sich ja vorstellen, dass diejenigen, die das machen, ja nicht mit ihrem Klarnamen erscheinen, sondern mit einem Aliasnamen und vielleicht dann auch die technischen Möglichkeiten nutzen, damit man die IP-Adresse auch niemals rausbekommen kann. Das wird aber schwierig. Aber es ist grundsätzlich, wenn es so läuft, mit falschen Informationen Geld zu verdienen, eine Marktmanipulation. Immerhin diejenigen, die da mitmachen, also die Lemminge, die kann man nicht belangen, die müssen aber im Extremfall dann eben auch für sich das Risiko in Kauf nehmen, dass die Aktien auch wieder fallen. Windeln, das Thema ist sicherlich wichtig, weil gerade ja in China, man versucht immer stärker dann auch Geschäfte zu machen. Man könnte ja auch sagen, ein todsicheres Geschäftsmodell in die Hose gemacht wird immer. Aber wenn die Aktie so dramatisch ansteigt, dann muss man auch sagen, also da bitte auch etwas vorsichtig sein. Was da oben geht, geht nach unten. Was sagen die Amerikaner? What goes up, must come down. Also immer noch muss man als Anleger der Meinung sein, das passt noch von der Substanz, vom Geschäftsmodell. Aber wenn es dann nach oben getrieben wird, ohne Grund, dann sollte man aufpassen. Wir schauen gleich auf den DAX und mögliche Strategien. Jetzt aber erst einmal Bildungsangebote für euch. Die Bildungsangebote der Finance School of Trading sind jetzt für euch online. Da geht es unter anderem um Börsenausbildungen, Börsenbriefe und Handelssignale. Registriert euch einfach kostenfrei und ab einer Kontogröße von 2000 Euro könnt ihr die Förderung beantragen. Dann gibt es zum Beispiel den Börsenbrief Aktien für alle von Mick Knauf für ein ganzes Jahr. Die Anmeldung und alle Infos zu den Bildungsangeboten findet ihr unter financeschool.de. Der DAX ist weiter auf hohem Niveau auf Orientierungssuche. Geht ihm jetzt im Sommer erst einmal die Luft aus oder kommen neue Rekorde? Wie sollte man sich da aufstellen?
Ich erwarte eine Seitwärtsbewegung, aber in keinster Weise einen Crash, aber in keinster Weise ein Durchstarten nach oben. Das ist einfach die Sommerpause, wo man sich einigermaßen wohlfühlt auf dem Niveau, was man jetzt hat. Das billige Geld bleibt weiterhin das große Thema. Inflation ist zwar da, wird aber für Notenbanken nicht bekämpft. Sehr positiv für Aktien. Andererseits wird man natürlich immer stärker darauf fokussieren, dass die guten Nachrichten im Augenblick eingepreist sind. Also ein Seitwärtstrend heißt für mich, für die Anleger, die Anlagesparpläne macht man weiter. Wenn es dann wieder macht, ein Stück weiter runterkommt, aber ich erwarte da nicht viel, dann geht man wieder rein. Am liebsten, das bleibt für mich ein großes Thema, die gefallenen Engel aus dem Bereich der Touristik, der Flughafenbetreiber, der Luftlinien und auch die eine andere Bank. Ich denke da, die Banken sind auch sehr weit von ihren historischen Kursen, auch in Deutschland entfernt. Da kann man auch mal durchaus spekulieren. Die Aktien des Medizinkonzerns Fresenius Medical Care sind Anfang des Monats angestiegen und haben somit ihre Konsolidierungsphase beendet. Zeitgleich konnte auch ein frisches Kaufsignal etabliert werden. Die Analysten sehen hier eine Longchance. Der erfolgreich vollzogene Ausbruch über den mittelfristigen Abwärtstrend hat nun klares Aufwärtspotenzial an rund 70 Euro freigesetzt und kann noch immer für ein Long-Investment angesetzt werden. Am Ziel angelangt, sollten jedoch ausgedehnte Gewinnmitnahmen einkalkuliert werden. Die Microsoft-Aktie markierte erst kürzlich ein neues Rekordhoch bei $262,92 und ging dann in eine gesunde Konsolidierung Ende April über. Dabei traf die Aktie auf einen untergeordneten Aufwärtstrend und konnte von diesem wieder zur Oberseite anspringen. Die Analysten der Tradinghouse Börsenakademie sehen hier eine Longchance. Ein erster Schritt für ein Long-Szenario wäre zunächst ein Anstieg an die obere Kante der zuletzt gerissenen Kurslücke um $259,84. Darüber wird wahrscheinlich ein zeitnaher Test der Rekordstände bei $262,92 einsetzen. Übergeordnete Ziele in einem bullischen Szenario könnten für das Wertpapier um $277,84 abgeleitet werden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet das Video. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday! Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Markets X, ein Partner der Finance School of Trading.